So Freunde, jetzt habe ich mal einen Treffer gelandet. Und zwar Spaten rin gehackt und baff, kommt mir da was Silbernes entgegen. Ja, ist hinten eine Nummer, also ich sehe schon mal eine Nummer drauf. Ich versuche mal so weit wie möglich ranzukommen. Aber ich mach mal ganz vorsichtig. Vorsichtig denn, ja? Wartet. Oh, eine Silbermünze, wa? Nee, das ist ein Orden. Boah! Alter! Das ist ein Russenorden. Aber ein richtig fettes Ding. Krass. Boah, jetzt sind dann die Pfoten. Leute, wisst ihr, wie schwer das Ding ist? Ja, hab ich auch gemerkt, wer hoch war. Silber. Krass. Panzer. Hier hinten ist dann auch, denke ich mal, die Verleihungsnummer drauf. Oh mein Gott, jetzt muss ich aber ihn hochen. Ist zwar jetzt eine Stolze und nicht so atemberaubend, aber trotzdem. Erstmal finden und Ende mit weg sein, Männers. Ja, also anhand meiner Hand. Ja, genau, anhand meiner Hand. Also im Gegensatz zu meiner Hand könnt ihr ja sehen, wie groß das Ding ist. Ja, geil. Wer es weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich werde ich es aber bis dahin schon wissen. So Freunde, heute ist es soweit. Heute habe ich es nicht vergessen. Die Tüte Kokosöl. Hier, Paul, mach mal auf. Und es damit einreiben. Ja, ein bisschen ist schon raus. So, werden wir mal sehen, ob es was bringt. Also wie gesagt, für die Haut nehmen wir heute mal das Kokosöl. Und für die Klamotten, oh, das stinkt, nehmen wir das hier, No Bite. So, als nächstes haben wir vom Fahrzeug, Mike, hol mal bitte raus. Wenn mich nicht alle täuscht, ist das unten festgemacht hier. Und da wurde der Karabiner abgestellt drin. Ne? Hier hast du so eine Gummierung. Die Eisenschutz, die Rückteile wollen wir mal finden. Genau, hier hat der Karabiner drin gestanden, sagen wir mal, das war ein Auto. Und dann hat der mit einem Schaft hinten drin gestanden und war da nochmal eingeklinkt. Genau. Und das Gute ist, wir haben hier gleich noch ein Signal unter. Aber ich krieg's nicht raus. Mit einer Hand. Ach, das ganze Teil. Krass. Ach so, das war für zwei. Ja, da waren auch mehrere hier gewesen. Dran, ja. Dann war hier dran. Genau. So hohl. Sieht ganz schön hohl aus, war das Loch da? Ja, kannst du reinfassen. Ja. Kannst du noch da unten? Ja, wahrscheinlich in einer Hand ziehen. Ruhe, wa? Ja. Ja, trotzdem cool. Also haben sie ja hier Fahrzeuge weggesprengt sozusagen. Genau so war das. Und Leute, guckt euch das mal an. Sieht aus. Das sieht doch aus wie so ein, wie eine Zielscheibe. So eine menschliche Zielscheibe. Also, was sie bei der Armee haben. Ja, das soll den Kopf darstellen und den Rumpf. Also ich würde mich jetzt schwer täuschen. Ja, das ist sowas. Denke ich mal. Da hat es auch schon einen Durchschuss. Ich weiß nicht, ob ihr das schon seht. Guckt was Silberglänzendes raus. Könnte ein Anhänger sein oder müsste sogar ein Anhänger sein. Gucken wir uns das mal an hier. Scheiß Mücken fressen wir ihn auch schon wieder auf hier. Stern.
Anscheinend irgendein Schmuckstück, Kettenanhänger. Stern und Halbmond oder so, würde ich mal sagen. Vermute mal Silber. Winzer habe ich jetzt erstmal keinen gesehen, aber es ist echt schwierig mit dem Handy hier gleichzeitig. Scheint ein Kettenanhänger zu sein. Silber. Erik hat einen Rasierer, oder zumindest das Oberstück hier, Oberteil. Das nächste von, keine Ahnung, was das ist. Wie ein Stück Eisen. Ja, sieht man schön hier, das ist das Oberteil, hier war dann die Klinge drin, kam das Unterteil und dann kam der Stiel. Genau. Das könnte vom Rasierer sein, da ist ja der Rest. Ah, Tatsache. Genau. Fehlt aber noch das Unterteil, Erik. Ja, ja. Genau, Leute. Hier haben wir das Unterteil, also den Stiel. Können wir nochmal gucken, ob Eisensignal ist jetzt raus, ob wir noch ein gutes Signal haben. Ja, wie gesagt, Unterteil fehlt. Ich sehe, Silber. Freunde, Kabinett. Nee, keine Tasche, nur eine Armbanduhr. Armbanduhr, so eine. Die stinkt wie Yasi. Ja, Glas scheint nicht mehr drin zu sein. Aber Erik holt jetzt mal die Zahnbürste raus. Und dann schauen wir mal, wie spät es ist. Ja. Ah, guck mal, aber du kannst die Zahlen noch erkennen. War so ein aufgesetztes Glas. Da sind Zahlen. Drei ist da. Ein Zeiger könnte noch. Da ist noch ein Zeiger dran. Mach mal die Seite ein bisschen. Ja. Zeiger ist noch da, der kleine. Drei kennt man noch, aber schwer. Ich weiß nicht, ob das auf Video auch zu sehen ist. Hm. Oh, Erik hat was? Oh, ich habe einen Stachel im Fuß. Oder im Schuh. Also, ich brauch nicht mal einen Spaten. Nee, ich habe jetzt schon mehrere 5 und 10. Reichspfennigstücke gehabt. Cents wolltest du gerade sagen, wa? Ja. Und jetzt da, siehst du, glänzend, also, ja. Ah, das ist ein Fuffi. Das ist ein 50er, wa? Ah. Das ist ein 50er. Ja. Aber sieht gut aus. Wenn du die sonst immer so findest, die sehen immer fürchterlich verschnakelt aus. Das ist der Boden, ne? Das sieht man ja schon auf den ersten Blick, wa? Ein komplettes Ding, Fressgeschirr. Hier. Zeitkapsel. Irgendwas klappert auch. Hammer. Es ist jedenfalls zu. Irgendwas ist drin. Müssen wir jetzt irgendwie aufmachen. Damit man irgendwie was drin ist. Ja, da ist, glaube ich, jetzt jeder neugierig. Müssen wir auf jeden Fall aufmachen jetzt. Geht ja nicht anders. Ja, mach vorsichtig, Moppe. Zerbiegt nicht. Dreh doch den Spaten um und klopf so. Na, da hau ich aber auf jeden Fall den Rand kaputt. Andersrum den Spaten. Hau ich. Auf jeden Fall.
Globo, da ist das ja kein deutsches Exemplar. Das ist ja das große, sieht man ja. Guck mal hier. Da sind Löcher drin. Gibt's doch ja nicht. Wisst ihr, was das war? Da haben sie einen schönen Salzstreuer draus gebaut. Vielleicht für Fische anfüttern oder irgendwas haben sie das genommen. Ach, komm, wir machen das. Nein, na klar, machen wir doch. Oh, Sand drin. Und wir haben nichts gefunden. Ah, hier sieht man das. Krass, wa? So ein Salzstreuer. Warte mal. Boah, scheiße, Alter, war ja gar nicht. Das ist ja ein Riesensalzstreuer. Wegentfremdet, sagt man dazu. Ja, wie es wir wieder gemacht haben. So, Mike hat eine Mundharmonika, sagt er. Naja, ganz ist sie nicht, der Blech fehlt hier oben. Ja. Ist aber eine. Der Rand ist doch da. Jo. Man sagt hier, das Blech oben fehlt. Hier ist ja meistens noch so ein Blech drauf und dann steht da aller möglicher Quatsch drauf. Der Hersteller. Genau. So voll, auf jeden Fall. Hier haben sie reingepustet und reingesappert. So, als nächstes habe ich einen Stiel angebuddelt. Vielleicht Messer, Gabel, Schere oder Licht. Was ist denn? Das sieht aus wie ein Barren. Darf der Mike nicht. Messer. Messer. Ganz schön fett. Aber richtig und fett. Und weggegammelt. War denn hier vorne nur noch dran? Das ist irgendwas quer drunter gelegen wahrscheinlich. Guck dir mal den Griff an. Das hast du deinen Ömmeldümmel hier irgendwo? Nein, was? Na, den Pinny? Ja, warte mal, der liegt da. Vielleicht liegt da noch was, weißt Das hast du ausgeschaltet. Ist es an? Nee, ist Ruhe. Ist Ruhe im Schiff. Ruhe im Schiff. So. Onkel Möppchen hat wieder Taschenuhr, haben wir. Ja. Silber. Deckel. Dann von vorne das Teil. Ups. Das sieht mir ganz fürchterlich nach Russen aus. So. Da ist noch was. Dürfte noch der Rest sein. Gucken wir länger. Genau. Das ist oben der Schnakel. Immer noch. Naja, das Innenteil noch, wa? Fehlt ja noch. Oh, dann müssen wir das mal so machen. Das Zifferblatt fehlt. Und das Innenteil, das Uhrenwerk fehlt ja auch noch. Inlet. Da ist es. Ah, kommt was. Ja. Oh, mit Gravur. Schön. Ja, ist so dünn geschrieben, ich kann es nicht. Ja, vielleicht kann ich was lesen. Warte mal, ich leg's mal so zusammen. Ich glaube, es ist Französisch. Ja. Das ist ein Datum unten. Naja, ist die Nummer. Ach so. Das ist die Nummer. 88.000. Also muss es ja eine ziemlich hochwertige Uhr sein. Ja, wahrscheinlich nicht die billigste. Sieht man ja schon am Silberdeckel hier. Ja. Wollen wir die Punze noch gleich sehen. Aber das dürfte Silber sein hier. Wir sitzen hier noch an der Straße, Leute, hier. Nur Suche, ja. Das blöd, kein Mensch. Hier ist noch eine Nummer drin. Das ist die Nummer und hier oben ist noch eine Punze. Punze. Ah ja, da kannst du von Silber ausgehen. Ja. Okay.
So, Freunde, noch ein bisschen Werbung. Und zwar hat mir der Lars, aka Sondelgeister, seine neuen Patches oder Abzeichen, wie auch immer, die zu seinem Gewinnspiel gibt, zugeschickt. Mal 3 Stück so zum Testen. Also was heißt Testen? Qualitätstest oder Qualitätscheck, dass ihr die auch schon mal in voller Größe seht. Sind gut gemacht, muss ich sagen. Also hier, wir haben 3 verschiedene Sorten. Mir persönlich gefällt der Goldene am besten. Genau, der Goldene heißt, Paula hält gerade hoch, jetzt heißt Golden Eis, heißt es, wa? Eis? Ja. Genau. Dann haben wir Lady Oil. Ich glaube, das ist Lady Oil. Und Vintage Classic. Wer dann im Gewinnspiel auch immer gewinnt, die Teile sind wirklich, also qualitätsmäßig, auf einen sehr hohen Standard angesiedelt. Ja, Leute, dann würde ich sagen, haut da rein beim Gewinnspiel und lasst euch überraschen von den Teilen. Ich finde sie wirklich sehr geil und bis dahin. So, Freunde. Jetzt gibt es wieder Essen. Große Nachfrage, haben wir das jetzt wieder videografisch festgehalten. Genau, ich habe Buletten gemacht. Hier, schön, da ist nochmal ein Ding. Wer gerne das Rezept von diesen Buletten haben will, gerne mich anschreiben. Gibt es. Kartoffelsalat hat Mike mitgebracht. Ketchup haben wir gekauft. Genau. Ja, was denn? Leute, haut Ryan.